Hier im südamerikanischen Perito Moreno Gletscher krachen alle paar Minuten Eisblöcke ins Wasser. Bei der Meeresenge zwischen Antarktis und Kap Horn, bis ins 20. Jahrhundert eine der gefürchtetsten Routen bei Seefahrern, kann man erahnen, wie stürmisch und halsbrecherisch der Wellengang sein kann. Dies alles gibt es jetzt nach 4 Jahren Bauzeit im Mivula zu bestaunen. Extra dafür angereist ist der Polarforscher Arvid Fuchs. Ich muss sagen, das ist wirklich wunderbar gelungen und wenn man sich so in die Gesichter des Publikums blickt, dann merkt man, das ist angekommen. Also es ist so ein Staunen und es ist eine Begeisterung und vielleicht auch so ein bisschen wie Ehrfurcht vor der Natur. Und darum geht es ja auch. Also wir müssen einfach für Naturlandschaften werben, für deren Erhalt. Und das schaffen wir nur, wenn wir wirklich viele Menschen mitnehmen. Fast 2 Millionen Euro hat die 65 Quadratmeter große Nachahmung von Patagonien gekostet.